Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal den Vitalstoffen. Und zwar, welche Vitalstoffe sind wirklich wichtig für Kinder und Jugendliche? Vor allen Dingen gibt es ein großes Angebot mit unterschiedlichen Qualitätsstufen und man hat überhaupt gar keine Möglichkeit, sich in diesem ganzen Angebot überhaupt zurechtzufinden. Aber Dr. Heinz Lüscher ist heute bei mir und wir werden mal über die wichtigsten Stoffe sprechen und natürlich auch worauf es zu achten gilt. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heinz, schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Thema Vitalstoffe, Kinder und Jugendliche, ist ja ein großes Thema, vor allen Dingen, wenn wir so die Jugendlichen heute sehen. Blass, Augenränder, Darmprobleme und unreine Haut, Akne kommt natürlich auch noch in der Pubertät zwangsläufig manchmal mit dazu. Wo siehst du so in deiner Praxis so die brennenden Themen, gerade bei Jugendlichen und Kindern? Also du sprichst die Akne an, natürlich Haut. Ich sage immer, Haut ist der Spiegel des Darmes. Alle Hautprobleme, wir haben Kinder mit Neurodermitis und Allergien, Ausschlägen. Wir haben Kinder mit Asthma oder andere Heuschnupfen. Und dann natürlich die ganzen Bauchprobleme. Mhm. Kinder, die haben immer Bauchschmerzen oder können nicht alles essen. Oder, ja, viel wird auch unterschätzt, dieses Antibiotika, oder? Wenn ein Kind mal Antibiotika bekommen hat, was passiert dann eigentlich gerade mit dem Darm? Ja, da passiert extrem viel, leider. Wenn ich Erwachsene habe mit Darmproblemen, sogenanntem Reizdarm oder Leaky Gut-Syndrom, die haben praktisch alle in der Kindheit mehrfach Antibiotika bekommen. Also der Darm wird über Jahre wirklich gestört von Antibiotika. Jetzt, ich bin auch in Situationen, wo ich einem Kind Antibiotika geben muss. Wenn es nicht anders geht, dann 40 Grad Fieber und weiter im Hals. Logisch, da muss man ein Antibiotikum einsetzen. Aber man sollte eben nach so einer Therapie den Darm wieder aufbauen. Es braucht dann eben Darmbakterien, ein Probiotikum. Das Anti ist ja gegen das Leben und das Pro ist für das Leben. Wir brauchen einen neuen Aufbau des Darmes. Also es ist sinnvoll, nach einer Antibiotikatherapie für ein paar Wochen ein Probiotikum zu nehmen. Mhm. Aber hier auch wieder, schau, es gibt Produkte auf dem Markt, wo ein oder zwei oder drei Bakterienarten drin sind. Das ist natürlich praktisch nichts, ein Placebo. Also wenn man schon etwas macht, dann mehr als zehn Bakterienstämmen. Und da muss man halt nach so einem Produkt fragen, wo ist denn wirklich genug drin, dass es überhaupt eine Wirkung ausübt. Viele leiden ja dann gerade bei einer Darmaufbaukur, wenn man dann die Bakterien nimmt, dann doch im ersten Step unter Blähungen oder woran liegt das? Also ist es eine Umstellung oder? Nein, Blähungen sind eine Folge, wenn der Darm entzündet ist, es bildet sich Histamin bei Blähungen, Histamin wieder löst Allergien aus, das sind enge Zusammenhänge. Und deswegen ist die Darmgesundheit bei Kindern so wichtig. Aber das beginnt zu Hause, bei der Ernährung. Ich kann das nicht in der Praxis lösen. Wir wissen alle, oder? Meine Kinder, deine Kinder, die haben lieber Spaghetti gehabt als Salat. Mhm. Die heutige Jugend scheint immer noch so zu sein. Ja, es gibt da auch, ja. Aber das beginnt im Hause, oder? Wie heißt es, was im Vaterlande läuft und so. Da kann ich nichts dazu tun. Das liegt in den Möglichkeiten der Eltern. Ich kann da wirklich immer nur motivieren, den Kindern einfach bessere Nahrung zu geben. Mhm. Ja. Stell dir mal vor, ein Kind lebt von Teigwaren und Kuchen. Ja. Das lieben sie ja. Vielleicht noch ein bisschen Fleisch oder Wurst dazu. Aber Gemüse mag ich nicht. Mhm. Die Nährstoffe, die Mikronährstoffe, die sind im Gemüse drin. Also nicht nur, auch in Beeren oder Früchten, in Pflanzen. Ne? Alles, was die Menschen hergestellt haben, schmeckt wunderbar, aber enthält nicht die wichtigen Nährstoffe, die ein Körper braucht, um gesund zu sein.
Mhm. Ja. Und das, ja, hier kann ich den Eltern nur Mut machen. Man schadet den Kindern, wenn man nachgibt im Kampf bei gesundem Essen. Kampf um gesundes Essen. Ich lebe, ehrlich, ich habe auch lieber Spaghetti als Salat. Aber ja. Nicht alle, es gibt Leute, die mögen Salat. Aber ich zwinge mich. Ja. Bei mir gibt es einfach einen großen Teller Salat vor dem Essen. Man kann auch ein bisschen, ich hatte damals auch eine Mutter bei mir im Vortrag drin sitzen, die sagt, was soll ich machen, mein Kind isst nur Nudeln, alles nur was weiß ist, nichts mit Farbe. Nee. Wir hatten damals wirklich das Glück, dass damals Fußball-Weltmeisterschaft war. Und da habe ich gesagt, jetzt sag ich ihm, du hast das Rezept von der Nationalmannschaft. Und wir haben dann natürlich eine Tomatensauce gemacht, wo wir alles Gemüse reingepackt haben, püriert natürlich erstmal. Und die kam völlig euphorisch dann nach Hause zu ihrem Kind und sagte, ich habe jetzt das Rezept von der Nationalmannschaft. Und der so, wow, super, hat die das gekocht. Und der Kleine, Mama, das war das Beste, was du je gekocht hast. Also man kann in einem gewissen Alter noch mit ein paar Tricks arbeiten. Ja, aber ja, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und das ist ein wirklich gut, oder? Gemüse zu pürieren, in Soßen einzugeben. Die Kinder wissen gar nichts. Mhm. Tomatensauce mögen sie ja, Ketchup mögen sie ja. Und dann kann man das hineinschmuggeln und so beginnen. Und mit der Zeit kann man es dem Kind sagen, ne? Du hast ziemlich viel Gemüse gegessen heute, hat es geschmeckt. Ja, aber warten, erstmal warten. Ja, aber also alle Tricks, ich bin kein Erziehungsberater, aber bitte alle Tricks anwenden und der Kampf wird ewig bleiben. Auch mit 15 ist er nicht vorbei, ich weiß das. Mhm. Also ich habe den Eindruck, meine Kinder haben erst im Erwachsenenalter begriffen, warum sie gesünder leben sollten. Es gibt ja auch Vorteile, ich merke es jetzt auch so gerade im Umfeld bei Jugendlichen, es durch diese ganze Instagram und Gedöns, da kommen jetzt doch auch mehr Fitnessvideos. Und doch, die Mädels und Jungs werden jetzt so ein bisschen in so eine Fitnessschiene gebracht, also gesunde Ernährung. Aber es kommt dann auch gleich einher mit Eiweißprodukten, Proteinen, Whey-Protein, Kreatin. Und da weiß man jetzt natürlich auch nicht als Mutter, was nehmen die da? Die fangen da an, sich alles zu bestellen. Ashwagandha haben die das komplette Portfolio. Ja. Ja, also man kann auch einfach ein Ei essen. Also Whey-Proteine, das sind Molkenproteine. Mhm. Die sind gut, aber bei tierischen Eiweißen ist der Abbau, oder das Verbrennen dieser Eiweiße verbunden mit einer gewissen Menge an Abfallstoffen. Ich nehme es mal so, oder? Abgase. Mhm. Und das ist der Unterschied zu pflanzlichen Eiweißen. Das sind diese Fäulnisbakterien, die dann auch so vergorene Blähungen machen. Genau, also ich höre das auch von Athletiktrainern, oder? diese Serie im Radsport, wo jetzt diese flüssige Nahrung genommen wird, das ist einfacher als einen Riegel zu kauen, aber da hat es viel Proteine, natürlich auch Kohlenhydrate, aber also die haben Blähungen während dem ganzen Rennen. Also ich weiß nicht, ob das immer so optimal ist. Mhm. Und das müssen wir bei den Kindern vermeiden, weil der gesunde Darm ist der Schlüssel für einen gesunden Körper. Und damit der Darm gesund bleibt, müssen einfach unverdauliche Faserstoffe dazukommen. Das heißt eben Pflanzen, Salat und Gemüse. Nebst den möglichst pflanzlichen Eiweißen. Ein pflanzliches Eiweiß hat praktisch keine Abfallstoffe durch die Verdauung. Mhm. Also deutlich besser in der Verwertbarkeit. Und dadurch dann halt auch keine Blähungen im Idealfall. Ja. Da wird sich jetzt auch einiges tun. Gibt es in der Bioverfügbarkeit gerade von Molkeprotein und pflanzlichem Eiweiß Unterschiede, dass man jetzt sagt, okay, da muss man jetzt vielleicht das Doppelte nehmen? Nein,
Das würde ich so nicht sagen. Also eben ich empfehle pflanzliche Eiweiße zum Beispiel vor einem Training, also bei sportlichen Kindern vor dem Training, vor dem Spiel, 5 Gramm pflanzliches Eiweiß. Mhm. Wir haben ein spezielles Produkt gemacht, Amino Vita heißt das, von der Firma King Nature. Das gebe ich oft. Ich weiß, in Deutschland auch wird es verwendet, auch bei Spitzensportlern, auch im Fußball. Ich glaube, sogar auch einzelne Nationalspieler nehmen das. Und das ziehe ich klar vor gegenüber Multiprotein. Was habt ihr für pflanzliche, was sind das? Es ist aus Hülsenfrüchten hergestellt, oder, die sehr proteinreich sind. Okay, super. Aber das ist ja nur ein Teil. Also wir brauchen, um einen gesunden Körper zu haben, brauchen wir Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Das sind die Makronährstoffe. Das brauchen alle. Ne? Kinder müssen Kalorien haben, die müssen ja wachsen. Aber um gesund zu sein, damit der Körper auch Energie bildet und eben gesund ist, im Immunsystem, Herz-Kreislauf, alles funktioniert, das Gehirn funktioniert, da brauchen wir Tausende von Mikronährstoffen. Und die spielen leider in der Medizin praktisch keine Rolle. Ich verstehe meine Kollegen nicht. Wenn ich sage, ein Kind braucht ein bisschen Selen und Zink und Magnesium, ach was, das braucht es doch nicht. Oder? Das haben wir alles im Essen drin. Mhm. Das höre ich von Kollegen, die sich noch nie mit dem Thema Mikronährstoffe befasst haben. In Deutschland ist auch so, im Medizinstudium gibt es keine einzige Vorlesung zum Thema Ernährung. Ein deutscher Arzt kommt aus dem Studium und hat nichts davon gehört? Ja, das ging mir auch so. Okay. Du hast auch in Deutschland studiert? Nein, in der Schweiz. Keine einzige Stunde über Ernährung. Soviel ich weiß, ist es heute noch so. Ja, ich habe ja auch Kontakt zu Medizinstudenten. Gibt's auch nicht mehr. Schaffen wir mal lieber ab. Ja. Ja, aber die Menschen kommen zum Arzt und denken, der ist ein Fachmann, auch über Ernährung. Und er ist es leider nicht. Und dann kommt es, zum Teil höre ich, was Ernährungsberaterinnen auch gesagt haben, die von Ärzten ausgebildet wurden. Oh Gott, wir haben ja auch Fachgesellschaften, die ganz wirres Zeug. Es gibt fantastische Ernährungsberaterinnen, aber wenn sie von Ärzten ausgebildet wurden, dann eher nicht. Also das braucht wirklich gute Kenntnisse über die Mikronährstoffe. Niemand weiß, wie viele Mikronährstoffe es gibt. Ne? Also da gehören die Vitamine dazu, die Mineralstoffe, die Spurenelemente, alle Aminosäuren, also die Eiweißbestandteile und viele Fettsäuren. Die sind lebenswichtig. Ne? Und die haben wir schon besprochen im Studium, aber so, gibt da noch ein paar Vitamine. Und wirklich nicht entscheidend. Aber sie sind entscheidend. Ne? Ja? Ja, es ist schon ein wichtiger Faktor, gerade in der Wachstumsphase will man natürlich auch verschiedene Prozesse sicherstellen, dass die Hormonregulierung vernünftig funktioniert, die Knochen, der Knochenstoffwechsel und ganze Gewebsstrukturen. Ja, da kann man auch ganz viel. Ja, eben, der Körper muss ja wachsen. Und was ich immer wieder auch den Menschen zeige in einem Bild, woraus bestehen wir? Oder? Wir kamen so groß auf die Welt und jetzt sind wir 1,80. Ja, was ist das? Unser Körper ist die Summe von allem, was wir gegessen haben in den letzten Jahren. Und das soll jetzt keine Rolle spielen. Was ich aber sehr beeindruckend finde immer am Körper, dass wenn man wirklich was positiv umstellt, die Ernährung, das Trinkverhalten, ja, allein wenn man mal 2 Liter Cola ersetzt am Tag durch Wasser, da spart man sich ja am Tag 80 Würfelzucker. Ja. Allein nur das hat ja einen brutalen Effekt und das Schöne ist ja, der Körper zeigt es einem sofort. Richtig. Also man sieht es ja dann direkt. Ja, also der Zuckerkonsum ist ein Riesenproblem. Mhm. Ich kenne nur die Zahlen aus der Schweiz, wir sind zwischen 100 und 140 Gramm Zucker pro Person. Wird konsumiert pro Tag. Und eigentlich, was mehr als 30 Gramm ist, ist zu viel. Ja, Zucker führt zu inneren chronischen Entzündungen, die überall sich auswirken können. Im Gehirn, in der Leber,
in den Gelenken, den Muskeln, überall gibt es stille, leise Entzündungen, die so vor sich hin brodeln und langfristig den Körper schädigen. Nur, weil wir zu viel Zucker essen. Mhm. Ja, das sind, aber es geht ja eben bei Kindern nicht nur darum, jetzt etwas zu verbieten, sondern möglichst eben mit Vitalstoffen zu füllen. Ja. Jetzt, wenn ein Kind wirklich keine Pflanzen, kein Gemüse, nicht so essen will, dann kann man auch natürlich mit einem Multiprodukt, wo alle diese Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, wo die drin sind, das kann man dann auch geben. Da gibt's viel. Ich arbeite mit, mein Produkt heißt Vitality Shot, eben auch von King Nature. Und da habe ich hohe Dosen von den wesentlichen Mikronährstoffen drin. Und die Vitamin-D-Versorgung ist auch sehr wichtig. Unsere heutigen Kinder sind ja viel weniger draußen als früher. Früher war das nie ein Thema. Oder? Ich habe in meiner Kindheit habe ich draußen verbracht und heute verbringen sie da mit Gamen im Zimmer drin. Und da fehlt auch einfach die natürliche Vitamin-D-Bildung an der Sonne. Und deswegen auch Kindern schon ein paar hundert Einheiten, so ein Schulkind. Ach, selbst in meiner Familie gebe ich den Kindern so 2000 Einheiten. Das ist viel mehr, als die Medizin sonst normalerweise empfiehlt. Aber die Forschung hat das klar gezeigt. Also in der Biomedizin sind wir uns alle einig. Ja. Die Vitamin-D-Dosen, die müssen viel höher sein. Ich selber nehme 4000 jeden Tag, Sommer und Winter. Und mein Spiegel ist ganz normal. Ich bin noch nicht an einer Vergiftung gestorben. Ja, das ist schon. Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Vitamin-D-Spiegel wirklich mal zu überprüfen, dass man mal für sich selber erkennt, wo die Werte sind, oder? Also man muss es messen. Das kann man nur im Blut messen. Ja. Wurde jetzt abgeschafft. Die Krankenkassen bezahlen diese Messung nicht mehr. Für mich völlig daneben, weil der Vitamin-D-Gehalt, Menschen mit einem guten, hohen Vitamin-D-Spiegel sind viel gesünder als die anderen. Und das wollen wir jetzt nicht mehr bezahlen, oder? Dass die Menschen gesund sind. Das wurde noch nie gezahlt. Also ich hatte schon Fälle erlebt, wo wirklich Jugendliche, Azubis mit Antidepressiva wirklich versorgt worden sind und hatten einen Vitamin-D-Spiegel von 6 Nanogramm. Ja. Wo ich denke, und da hat der Hausarzt versucht, mit 1000 Einheiten am Tag den Spiegel hochzubekommen. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass ich habe alles probiert, das hat nichts gebracht. Oder? Ja. Kennst du bestimmt, aber ja, klar, wenn man... Das ist ein häufiges Argument. Ja, aber ich habe schon so viel, ich habe schon viel Geld ausgegeben, Produkte gekauft. Ich muss ehrlich sagen, die viele schlechte Produkte zerstören den Ruf der Biomedizin. Ne? Die Biomedizin oder Vitalstoffmedizin, die funktioniert, aber es braucht Qualität. Ja. Es gibt leider Firmen, wo nicht drin ist, was draufsteht. Es gibt ja beim Vitamin D auch das Thema mit dem K2 und Magnesium und die ganzen Thematiken. Mhm. Nimmst du das auch mit ins Boot? Ja, grundsätzlich ja. Aber es ist nicht mein Ziel, Kinder mit Produkten vollzustopfen. Das möchte ich nicht. Die Kinder müssen Kinder sein und möglichst natürlich. Also wenn es irgendwie geht über gesunde Ernährung. Wenn das nicht geht, klar, dann brauchen wir Produkte. Mhm. Ja. Und gerade beim Vitamin D haben wir auch das Phänomen, dass im Kindergarten dann die Kinder sich eincremen müssen, bevor sie in den Kindergarten kommen. Ich meine, dann hast du auch den Vitamin-D-Synthese. Sonnencreme behindert die Vitamin-D-Synthese. Meine Empfehlung hier ist, lass die Kinder an die Sonne, ohne Sonnencreme, einfach angewöhnen im Frühling. Zuerst mal 10 Minuten, dann 15, dass sie ein bisschen braun werden. Und dann, wenn sie braun sind, dann verträgt es eine halbe Stunde und dann muss man sie eingrämen für den Rest des Tages. Aber nicht schon zu Hause, oder? Bevor man überhaupt den Kopf aus dem Fenster streckt. Ja, es wird ja auch, kommt ja kein Vitamin D zustande. Das genau. Hat sich ja dann. Und es braucht viel Oberfläche, auch jetzt für uns Erwachsene. Ja. Es braucht einen Quadratmeter Oberfläche, damit genug Vitamin D gebildet wird. Bei Kindern, vielleicht ist es noch spannend, oder? In der Medizin lernen wir, aufpassen, 1000 Einheiten. Oder? Wenn ein Jugendlicher eine Stunde in den Badehosen an der Sonne ist,
dann produziert er zwischen 15.000 und 20.000 Einheiten Vitamin D. Das sagt niemand etwas. Da wird wenn man er nicht vergiftet. Übergewichtig ist, dann funktioniert es wieder nicht. Ja, aber ich meine wegen den Mengen, oder? Ja, unglaublich. Wir lernen im Medizinstudium, mehr als 1.000 Einheiten pro Tag ist zu viel, kann Vitamin D Überdosierung geben, Vergiftung geben. Und der Körper produziert das Vielfache, wenn wir ihn lassen. Also, ich verstehe nicht alles, was in der Medizin läuft. Ja, so zurück zur Natur wäre auf jeden Fall mal wieder ein Thema. Ja. Auch der Einfluss von der Testosteronproduktion. Gerade bei Sonneneinstrahlung verdoppelt sich ja auch die Testosteronproduktion, gerade bei den Männern. Was ja auch, was ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema bei Kindern und Jugendlichen, die Hormone. Ja. Also vor allem, wenn die Kinder ein Problem haben, sagen wir ADS oder Übergewicht oder wenn etwas nicht gut ist, dann muss man die Hormone anschauen. Ich messe die Hormone immer im Speichel. Auch da werde ich natürlich von den meisten Kollegen immer korrigiert, das sei nicht richtig, die müssen man im Blut. Und ich habe einfach gesehen, wie präzise die Speichelmessungen sind. Oder? Da habe ich einen zwischen untersten und obersten Wert manchmal eine Differenz von 30%. Im Blut habe ich Unterschiede von 30, 40-fach. Also was soll das? Und das so. Und ja, ich sehe oft bei Kindern gewisse Hormonmängel. Und zwar schon längst vor der Pubertät. Das ist noch wichtig. Wie erklärst du dir das? Ja, kann das an diesen ganzen Weichmachern? Also erklären und kann alles? Ich das nicht. Das hat sicher ja mit. Weißt du, dieses ganze Bisphenol A. Unser ganzes Leben voller Giftstoffe. Mhm. Es gibt ja über 100.000 chemische Stoffe, mit denen sind wir nicht alle in Kontakt. Aber was da herumgespritzt wird, was da eben in Plastik, Weichmachern drin ist, ja, dann. Wahrscheinlich auch die Strahlung, oder? Die Handystrahlung spielt wahrscheinlich eine größere Rolle, als wir denken. Die Bewegungsarmut, oder? Testosteron wird produziert, wenn wir uns bewegen. Ne? Ist dann auch im Muskel. Ne? Und ja, also ich arbeite mit bioidentischen Hormonen und in Salbenform, das ist für Kinder kein Problem, und ein bisschen Salbe her. Also wirklich nur so viel, oder? Das ist ganz wenig, und erreiche oft sehr schnelle gute Besserung. Wenn das die Ursache war, oder? Das ist längst nicht immer der Fall. Also, Hormone sind keine Mikronährstoffe. Das ist schon etwas Spezielles. Aber trotzdem wichtig halt, gell? Klar. Ich glaube, wenn der Körper gut versorgt ist mit Mikronährstoffen, kann er auch in der Regulierung der Hormone sicherlich wieder einen guten Beitrag leisten. Das hängt ja alles miteinander wahrscheinlich zusammen. Natürlich. Der Körper ist ein mega komplexes Gebilde, oder? Soviel ich weiß, spielen sich pro Sekunde in unserem Körper 100.000 biochemische Reaktionen ab. Stell dir mal vor. Ja. Haben wir das Omega-3 schon angeschaut, gerade bei Kindern und Jugendlichen? Sicherlich auch ein. Ja, Omega-3-Versorgung ist eigentlich für alle Menschen wichtig, Kinder natürlich auch, vor allem auch für die Gehirnentwicklung. Ich empfehle auch in der Schwangerschaft den Frauen Omega-3 zu nehmen. Sie haben, das fördert die Gehirnentwicklung des Kindes, aber es braucht ein gutes Produkt. Es hat so viel, kannst du ja im Supermarkt kaufen, fünfmal billiger, aber es ist eben auch fünfmal weniger drin. Ja, oder halt auch schwermetallbelastet. Ja, und schwermetallbelastet, dass es lohnt sich. Also eben meine Produkte kommen die meisten, dort was hat von der Firma King Nature in der Schweiz. Die gibt es auch, kingnature.de gibt es auch, kann man überall bestellen. Das sind für mich hochqualitative Produkte, weil ich weiß, wie die hergestellt werden. Und da ist auch drin, was draufsteht. Und da bin ich angewiesen, weil das ist die Erfahrung von vielen. Ja, ich habe schon so viele Naturprodukte versucht, dann nicht geholfen. Und der Grund ist oft die Qualität. Ja, super. Heinz, vielen Dank. War wieder extrem spannend. Sind wir schon wieder am Ende? Ja, sind wir schon wieder am Ende. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du noch mal kurz zum Thema Kinder, Jugendlichen loswerden möchtest? Ja, einfach lass die Kinder Kinder sein. Sie müssen sich bewegen, Sport treiben, draußen. Ich weiß, in den Städten ist schwierig, aber einfach wo immer möglich. Oder? Genug Bewegung, genug Schlaf und gesunde Ernährung. Super. Vielen Dank. Und gerne. Ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Ja.
Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen wieder aus unserer Sendung, gerade für Kinder und Jugendliche, den ein oder anderen Tipp. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit, bis bald und tschüss.